Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Thorsten Kießlich und heute möchte ich Ihnen ein paar Highlights der Perfect Photo Suite 9.5 von OnOne Software zeigen. Wenn Sie bereits mit Perfect Effects arbeiten, zum Beispiel mit der frei verfügbaren Perfect Effects Free Version oder mit der Perfect Effects Professional Edition, also dem kompletten Perfect Effects Paket, dann kennen Sie schon einige Dinge, die ich Ihnen hier zeigen möchte, zum Beispiel wie man so ein Bild hier einfach durch Nutzung eines einzelnen Filters benutzt, zum Beispiel also aus so einem Bild wie diesem hier, so etwas macht. Und Sie wissen natürlich, wie man aus einem so etwas schlichten Porträt einfach nur durch Perfect Effects, indem Sie ein paar Filter wie dynamischen Kontrast benutzen oder eine Vignette, so etwas machen. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon einmal probiert, so ein Bild zu erzeugen. Und hier haben wir mehrere Elemente benutzt, das sehen Sie. Hier gibt es einmal eine Ebene Perfect Effects. Da haben wir sehr stark mit dem HDR-Effekt gearbeitet. Wir haben Blendenreflexe hinzugefügt, die Farbe etwas aufgebessert und den Kontrast angehoben. Und natürlich haben wir vorher über Perfect Enhance hier die Grundeinstellung etwas verbessert. Und wenn Sie das vergleichen mit unserem Ausgangsbild, dann ist das hier schon ein erheblicher Unterschied. Natürlich kann man noch wesentlich mehr mit der Perfect Photo Suite 9.5 machen, als nur auf Perfect Effects zugreifen. Zum Beispiel, wenn man ein Bild wie dieses hier hat, das ist an sich sehr schön, aber mir fehlt hier der Blues in dem Bild, mir fehlt der Grunge-Effekt und den erreiche ich, indem ich hier einfach drei Ebenen benutze, nämlich einmal Perfect Enhance, mit Perfect Effects dann noch ein bisschen die Kontraste nachgearbeitet habe und über Perfect Black und White eine Schwarz-Weiß-Ebene hinzugefügt habe, die für diesen Look sorgt. Das geht alles innerhalb weniger Minuten und entsprechend kann man das hier auch sehr schnell mit der Perfect Photo Suite machen. Das alles geht innerhalb weniger Minuten und von daher ist die Perfect Photo Suite ein sehr schönes Werkzeug, um seine Bilder sehr schnell umzuwandeln, aufzubessern und insgesamt einfach in der Wirkung zu steigern. Richtig spannend wird die Perfect Photo Suite 9.5 aber auch, wenn Sie Bilder wie dieses hier haben. Und hier sehen wir ganz klar, hier haben wir eine Montage durchgeführt in der Perfect Photo Suite 9. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass wir das direkt aus Lightroom heraus gemacht haben. Denn Lightroom hat ja den großen Mangel, dass es nicht mit Ebenen arbeiten kann. Und hier kommt für mich die Perfect Photo Suite als absolut fast unentbehrliches Werkzeug zum Tragen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt, indem wir einfach kurz in Lightroom wechseln. So, wir haben hier Lightroom in der neuen Version, Lightroom 6 bzw. Lightroom CC. Das hier ist unser Ausgangsbild und das sieht ziemlich mager aus. Und wenn wir hier einige Dinge tun wollen, dann können wir natürlich hier im Entwickeln-Modul uns um die Bildhelligkeit, den Kontrast und all diese Dinge kümmern. Aber um ein anderes Bild oder Bildelement hinzuzufügen, müssen wir dummerweise in eine Bildbearbeitung wechseln und da bleibt meist nur Photoshop. Aber für viele Zwecke, ganz ehrlich, ist Photoshop teilweise doch etwas aufwendig. Und vielleicht möchte ich auch gar nicht mit Photoshop arbeiten. Aber ich habe hier in Lightroom in den Zusatzmoduloptionen meine Perfect Photo Suite. Und wenn ich dieses Bild jetzt hier an die Perfect Photo Suite übertrage, dann kann ich einige wirklich spannende Dinge tun. So, und hier haben wir unser Bild. Und das Erste, was ich natürlich tun möchte, ist, ich möchte einen Hintergrund hinzufügen und dazu wechsle ich noch einmal ganz kurz in mein Browse-Modul und sage hier OK. Und im Browse-Modul, da kann ich jetzt hingehen und mir ein Bild suchen, das ich mir gerade, hier ist meine externe Festplatte, und ich habe mir ein Bild von der NASA-Webseite heruntergeladen und schon ein bisschen damit gearbeitet und dieses Bild kann ich jetzt einfach nehmen
und kann es entsprechend auch hier öffnen. Und dann fragt mich Perfect Layers, das Ebenenmodul der Perfect Photo Suite, ob ich dieses Bild als Ebene hinzufügen möchte. Und das ist genau das, was ich hier tun möchte, um Lightroom, um diese Ebenenfunktion zu ergänzen. So, und dann kann ich hier ganz schnell diese Sache bearbeiten. Ich wechsle dazu erst einmal auf meine Hintergrundebene und kann hier das Bild auf die passende Größe bringen. So, das ziehe ich einfach ein bisschen hier aus, sage anwenden. Und nun möchte ich natürlich die Person, die ich hier habe, im Bild sehen. Das heißt, ich ziehe erstmal diese Ebene hier nach unten und habe jetzt hier wieder meine Figur, mein Ursprungsmotiv. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich nur einen Teil dieses Sternenhimmels hier in mein Bild? Und das ist ganz einfach. Ich nehme mir den Masking Bug und klicke einfach in mein Bild. Ich drehe einfach den Masking Bug ein bisschen und wir sehen hier in der Ebenenpalette, wie meine Ebene dann aussehen soll. So, und schiebe mir das schon mal so zurecht, wie ich es ungefähr haben möchte. So etwa bis hier vielleicht. Kann den natürlich auch noch ein bisschen kippen. Nehmen wir das mal so. Und jetzt ziehe ich diese Ebene wieder nach oben und sehe schon, hier wird mein Sternenhimmel problemlos eingeblendet. So, was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist der Arm hier und einige Details. Und da kann ich glücklicherweise hier einiges tun, um das besser sehen zu können. Regle ich erstmal die Ebenendeckkraft nach unten, weit nach unten, so etwa. Und jetzt nehme ich mir meinen Maskierungspinsel und setze mir eine schöne weiche Kante, so etwa um die 70%. Und kann jetzt über Entfernen hier einfach über diese Bereiche fahren und die entsprechend freistellen. Und wir sehen, hier in der Maske tauchen diese Elemente sofort auf. So, und jetzt kann ich dafür sorgen, dass hier alles so aussieht, wie es aussehen soll. Und ich kann auch, wenn ich das möchte, natürlich über Hinzufügen andere Dinge hier verschwinden lassen, beispielsweise mit einer sehr weichen Kante, einer geringen Deckkraft und einem großen Pinsel. Das ist ein bisschen sehr groß, so etwa. Na, wo bin ich denn hier? Sagen wir so. Kann ich hier natürlich auch noch Elemente hineinpraktizieren. So. Und wenn ich möchte, sogar hier noch unten in den Bildrand oder so etwa. So. Und jetzt kann ich hier ganz bequem noch regeln, wie stark diese Ebene denn wirken soll. Etwa bis hier. Und schon habe ich die wichtigsten Elemente hier in mein Bild eingebaut, ohne dass ich sehr viel Aufwand betreiben musste. Aber ich kann noch wesentlich mehr anstellen, denn ich möchte auch noch ein mystisches Licht haben. Ich wechsle also hier auf diese Ebene mit meiner Person und gehe einfach mit der ganzen Geschichte zunächst einmal in Perfect Portrait. Bevor ich nämlich mein Licht setze, möchte ich, dass die Haut meines Models geglättet ist, die Augen passend aufgehellt sind, all diese Dinge. Und Perfect Portrait ist ein fantastisches Modul, das automatisch Gesichter erkennt. Das sehen wir hier. Hier wurde also das Gesicht bereits erkannt. Und jetzt kann ich hier klicken. Und was ich hier sehe, ist, ich bekomme kleine Kontrollpunkte, die schon fast perfekt hier die Umrisse der Lippen und der Augen festgelegt haben. Das kann ich jetzt hier noch ein bisschen korrigieren. Sie sehen, das geht alles ziemlich zügig. Die Augen stimmen, das ist alles in Ordnung. Ich schalte also diese kleinen Elemente ab. Und jetzt muss ich mir gar nicht die Mühe machen, hier diese Werkzeuge alle im Detail zu benutzen, sondern ich starte mit einer Voreinstellung. OnOne hat hier einige wirklich spannende Dinge mitgeliefert und suche mir eine Einstellung aus, die mir gefällt. Ich bekomme die Wirkung jeweils hier schon in dem Vorschaubild angezeigt. So, und ich sage hier, ich hätte gerne natürlich. Und wir sehen, meine Regler werden automatisch schon passend gesetzt. Spannend ist der Gleichmäßigkeitsregler, mit dem kann ich
Flecken auf der Haut, Verfärbungen, kleine Störungen ausgleichen, indem ich einfach diesen Hautton anpassen lasse. So. Ich kann natürlich auch die Farbe des Hauttons selber etwas bearbeiten. Wir haben hier einen sehr schönen Regler, mit dem wir zum Beispiel die ganze Geschichte hier ein kleines bisschen kühler wie in einer Nachtszenerie erscheinen lassen können. So, das tut es schon. Und ich kann natürlich die Augen aufhellen. Das ist hier zu doll. Da gehe ich lieber etwas runter, damit es nicht zu künstlich aussieht. Ungefähr so. Und ich kann noch etwas Details in den Pupillen hinzufügen. So, dasselbe für den Mund. Hier kann ich die Zähne aufhellen, das kann ich so lassen. Und ich kann die Lippen selber noch etwas verstärken. So, und dann bin ich hier mit der Bearbeitung auch schon fertig. Ja, und so sieht unser Bild aus, nachdem wir daran gearbeitet haben. Das ist also jetzt hier das Gesamtbild. Ich habe das jetzt eben mal abkürzen müssen, weil natürlich habe ich dann in Perfect Effects noch einige Schritte vorgenommen. Ich schalte das mal gerade ab, dann sehen Sie den Unterschied. Wir haben also hier unseren Hintergrund mit der Maske. Wir haben hier die Ebene mit Perfect Portrait. Und in Perfect Effects habe ich dann Kontrast hinzugefügt und diesen interessanten grünen Lichtschein. Und das geht erstaunlich gut. Ich habe dazu einfach das Polygon-Lasso genommen. Das ist auch neu in der Perfect Photo Suite, dieses Ding hier. Und habe mir hier einen Bereich aufgezogen, der mit einem grünen Lichtschimmer gefüllt werden soll. Sie sehen also, Sie können in der Perfect Photo Suite etliche Dinge tun, um Ihre Bilder auch aus Lightroom heraus ganz schnell aufzuwerten und vor allem, um verschiedene Ebenen miteinander zu mischen. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Vorteile der Perfect Photo Suite, wenn man sie zusammen mit Lightroom einsetzt. Ich möchte Ihnen aber noch eine ganz andere Sache zeigen. Dazu gehe ich nochmal hier in das Browse-Modul, denn die Perfect Photo Suite bietet uns auch ein sehr, sehr gutes Tool an, um Bilder mit hoher ISO-Zahl, die etwas rauschen, wieder herunterzufahren. Und dazu nehme ich mal dieses Bild hier und wechsle damit in Perfect Enhance. Ja, und da bearbeiten wir eine Kopie logischerweise. So. Und diese Aufnahme wurde gemacht mit einer Pentax-Mittelformatkamera, ich glaube einer 645Z, mit einer sehr hohen ISO-Zahl, 12.500 oder sowas. Und das sieht man so in der Gesamtansicht noch nicht. Das sind auch gerade mal nur 20% des Bildausschnittes. Aber wenn wir uns das Ganze bei 100% anschauen, dann stellen wir fest, dieses Bild rauscht doch schon ganz erheblich. Hier in der 100%-Ansicht können wir das jetzt sehen. Das ist schon nicht mehr so richtig schön und eine sehr gute Möglichkeit, um hier das Bild etwas angenehmer zu gestalten, ist die Rauschreduzierung, die hier mit 3 Voreinstellungen leicht, moderat und stark vorgegeben ist. Und ich klicke hier einfach mal moderat an. Da muss ich zunächst einmal gar nichts tun, außer dass ich diesen Schaltknopf bediene. Und wir sehen, die ganze Geschichte sieht schon wesentlich besser aus. Ich kann aber auch noch deutlich mehr tun. Ich kann auch natürlich stark einsetzen. Und ich kann hier natürlich auch selbst die Regler beeinflussen und zum Beispiel das Luminanzrauschen nach meinen eigenen Vorstellungen steuern. Ich kann das Farbrauschen steuern und ich kann festlegen, wie viele Details sollen denn hier zu sehen sein. So, und wenn ich mir das anschaue, im Gesamtbild sieht das immer noch sehr harmonisch aus. Und bei 100% komme ich jetzt an den Punkt, wo ich dieses Bild vorzeigen kann, ohne dass das Rauschen zu intensiv ist. Und es empfiehlt sich hier, das Bild mit 100% oder mehr anzuschauen, um hier wirklich die Details regeln zu können und festzustellen, welche Wirkung haben denn meine Regler und wo fängt es an, zu heftig zuzuschlagen. Und so etwa würde ich dieses Bild jetzt lassen. Eine ganz schnelle Methode, um verrauschte Bilder mit hohen ISO-Zahlen deutlich aufzubessern. Ja, Sie sehen, in der Perfect Photo Suite können Sie
nahezu jede Bildbearbeitungsaufgabe bewältigen. Sie können Ihre Bilder zuschneiden, gerade richten, Sie können Farben verändern, Sie können RAW-Dateien entwickeln, Sie können natürlich Porträts aufbessern und vor allem können Sie hier auch neben den tollen Effekten, die Perfect Effects bietet, auch noch ein wirklich tolles Schwarz-Weiß-Modul nutzen. Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Da gehe ich mal gerade hin, um Ihnen zumindest einmal zu zeigen, wie dieser Effekt aussehen kann. So, und hier in Perfect Black and White haben wir ein Motiv genommen, ein Porträt, das wir in Schwarz-Weiß umgewandelt haben. Ich zeige Ihnen zunächst mal mit einem Klick auf die Vorschau, beziehungsweise ich schalte die Vorschau einmal ab. Dann sehen wir, das ist unser Ausgangsbild als Farbbild. Und hier bin ich der Meinung, es wirkt in Schwarz-Weiß deutlich besser. Ich kann hier eine ganze Menge Dinge tun. Ich kann einmal auf sehr, sehr schöne Vorgaben zurückgreifen, die mir hier geliefert werden. Hier etwa dunkler Wald, eine ganz tolle Einstellung. Oder auch leicht getonte Dinge. Modern Vintage geht auch sehr gut bei diesem Motiv hier. Ich würde jetzt hier zum Beispiel mal sagen, ich nehme dunkler Wald. Und Sie sehen, das sind jeweils ganz unterschiedliche Bildwirkungen, die hier genutzt werden. So, das Bild, so wie ich es schon umgewandelt habe, das sieht so aus. Und da stellen Sie fest, Sie können ausgehend von so einer Voreinstellung hier Ihre Tonwerte individuell einstellen, Spitzlichter reduzieren, die Schatten aufhellen. Sie können die einzelnen Farbempfindlichkeiten verändern und sagen, okay, wie stark oder intensiv soll denn rot werden in der Helligkeit oder grün. Sie haben eine Gradationskurve, die Sie einstellen können und noch einige andere Optionen und natürlich ganz wichtig, ein klassisches Filmkorn, das von echten Filmen stammt. Also hier zum Beispiel ein 32er Kodak simuliert, ja 32 ISO glaube ich hat der, sollte so sein. Sie können Ihr Bild tonen, das können Sie jeweils mit diesen Schaltern an- und abschalten und zum Beispiel auch sagen, ich möchte eine leichte Tonung auf das Bild legen. Und natürlich gibt es die gängigen Dinge wie Vignetten, Rahmen. Sie können das Bild hier noch schärfen. Sie haben auch im Schwarz-Weiß-Modul die Rauschreduzierung. Und Sie können, wenn Sie dieses Bild benutzen wollen, um zum Beispiel eine teilweise Farbigkeit zu erreichen, können Sie hier die Überblendung auch noch regeln und zum Beispiel sagen, okay, ich fahre hier die Deckkraft zurück und bekomme einen Teil meines Farbbildes wieder zu sehen. Insgesamt ein sehr, sehr ausgefeiltes Modul, das, wie ich finde, enorm leistungsfähig ist und weitaus schneller zu guten Ergebnissen führt, als zum Beispiel die händische Einstellung, die Sie in Photoshop oder in Lightroom vornehmen können. Ja, soweit mein schneller Exkurs durch die Perfect Photo Suite 9.5. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze einige Anregungen geben. Ich kann Ihnen auf jeden Fall empfehlen, besuchen Sie unsere Webseite, schauen Sie sich ein paar unserer Videos an oder, das wäre natürlich auch sehr schön, besuchen Sie eins unserer Webinare. Wir erklären regelmäßig Details und Effekte und Möglichkeiten der Perfect Photo Suite. Bis dahin, ich freue mich, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Und machen Sie es gut. Tschüss.